heute werde ich mir meine ganzen Reithosen besorgen. Der ganze Board liegt da herunten. Fast zusammengelegt. Ja, genau. Und dann würde ich ja schon mit der ersten anfangen. Das war jetzt da eine von meinen ältesten Reithosen. Das wäre nämlich die da. Ich hoffe, man sieht es jetzt von der Farbe gescheit. Die sind so beige mit einem dunkelbraunen Besatz. Und die haben wir das erste Mal dann auch einen Crema gekauft. Das war meine erste Crema-Reithose. Das heißt, die begleitet mich jetzt schon am längsten. Besonders darum tut man da eben die hinten da die Stickerei auf der Tasche. Und eben einfach da Besatz, weil das einfach richtig edel ausschaut. Ja, genau. Und die hat mit dem Preis ja auch eigentlich ganz gut gepasst. Mittlerweile gibt es ja schon neue Modelle mit Handytaschen und so. Haben wir natürlich auch, aber das ist eben nur, nee, ich sage jetzt mal in der Generation mit Handytaschen. Ja, das ist auch dann meine erste Reitleggings. Hier führt es richtig, genau da haben wir eben die Handytasche. Und hinten hat es da einen kleinen Reißverschluss. Habe ich jetzt persönlich noch nie verwendet. Was bei der Reithose recht cool ist, ist eben, dass wirklich schön in der Taille ist, was mir jetzt persönlich sehr gut taugt, weil ich eben eine recht schmale Taille habe und dann schaut das auch ein bisschen besser aus. Vorab möchte ich gleich mal sagen, es sind alle Reithosen zu lang. Ich muss alle immer umradeln. Ja, das liegt halt an meiner Größe. Ansonsten sind die recht super. Da gefällt mir immer der Bund recht gut. Genau. Einziger Nachteil finde ich ist, dass ich habe jetzt schon 2 Jahre, mittlerweile eben der Grip schon nicht mehr ganz so, sag jetzt mal, klebrig ist, eben beim Reiten, was aber auch kein Problem ist, weil so ist sie super intakt und ich ziehe es auch im Sommer immer recht gerne an, weil es eben sehr dünn ist und für den Sommer dann optimal ist. Ja, da haben wir jetzt auch noch eine der ältesten Reithosen, die was ich habe. Warte, das muss ich noch gar. Das ist eben die schwarze. Ist schon recht ausgewaschen, wie man da überall recht gut sehen kann. Sie ist da oben noch nicht weit aufgeschnitten. Wie gesagt, eben eine ziemlich alte. Und ich glaube, es ist sogar 158er. Sie passt mir eigentlich deprimierend. Aber ja, wie gesagt, da ist das schon ein bisschen ausgewaschen. Aber das ist einfach kein Problem, weil es schaut trotzdem recht lässig aus. Da hat es nur einen Klettverschluss, da wurde es schon ganz gut drinnen geklebt. Ist jetzt bei den jetzigen, bei den neucheren, nicht mehr so. Die haben jetzt so einen Gummi unten. Werdet ihr wahrscheinlich eh kennen. Genau. Ja, als nächstes haben wir eine Reitlegin. Eben auch wieder da mit Handytasche. Die hat jetzt nur einen Kniebesatz. Wir haben uns der, sag jetzt mal, einfach gekauft, weil es eben gerade reduziert war. Im Winter ist die zum Beispiel zum Drunterziehen von anderen Reithosen recht super, weil es eben nur einen Kniebesatz hat und trotzdem hier oben schön fest ist vom Bauch, mit dem Bund und eben auch ein bisschen wärmer ist. Das heißt, das ist jetzt, ich sag jetzt mal, Winterreitlegin, da es eben ein bisschen gefüttert ist. Aber ansonsten, ja. So habe ich es nicht so gerne, weil ich Kniebesatz persönlich nicht gern mag. Aber jetzt könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es gerne Vollbesatz, Grip oder Kniebesatz habt. Könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben. Da würde uns natürlich sehr interessieren. Ja, da haben wir die nächste Reithose. Die werdet ihr wahrscheinlich schon aus ein paar Videos kennen. Die habe ich im Sommer recht gerne. Vor allem da hinten auch wieder da so eine kleine Stickerei. Grip eben. Die Gürtelschlaufe gefällt mir auch recht gut, dass wirklich da in der Mitte so das ist. Vorne hat sie auch nochmal die 2 farbigen. Auf der Seite wieder eine Handytasche. Passt eigentlich perfekt für beide, also sag jetzt mal für alle Handygrößen. Genau. Die habe ich auch recht gern, das ist jetzt eine Größe 36. Und die andere ist glaube ich 38er, weil ich habe nur mal die selber eben. In einer anderen Farbe, einfach weil sie die mal Katja ausgesucht hat. Das in dem Reit ist, das ist jetzt meine. Und jetzt habe ich sie halt in beide. Genau, und das ist eben die andere. Die habe ich in so einem Grün. Ist eben auch wie die andere. Auch mit Handytasche da. Genau.
Die ist eben. Na, die ist auch Größe 36. Ah, das ist dann gleich groß. Also kein Problem, sage ich jetzt mal. Immer denke ich, sonst auch verschiedene. Genau. Dann als nächstes haben wir jetzt eine, die eben Mama Aaron hat. Das ist eben so mit einer Jeans-Optik, die ist auch recht cool. Genau, hinten hat sie eben die Marke. Einzige Problem an der Reithose ist einfach, dass sie nicht so weit aufgeht. Und ich persönlich mag das nicht so gern. Im Winter geht das voll klar mit einem Pulli, wenn du da einen Pulli drüber hast, aber im Sommer mag ich das jetzt nicht so. Die hat immer einen Besatz, einen schwarzen. Schaut auch sehr schön aus, wie man das sieht. Auch die Taschen sind recht super. Genau, und die Gürtelschlaufen auch wunderschön. Auch die Nähte, ja. Sie ist so sehr super. Einziges Negative ist eben, dass sie so weit aufgeht, aber ist ja so, hilft nichts. Jetzt haben wir mal ein bisschen eine ausgefallenere Farbe, nämlich Rot. Die habe ich mir mal für Fasching gekauft, für Bibi und Tina. Wer hätte es nicht geglaubt? Ja, ich habe jetzt persönlich nicht so oft an, weil ich so grelle Farben, sage ich mal, nicht so gerne anhabe. Und ich selber finde das Rot nicht so gut zu mir passt. Aber natürlich mal für Fotoshooting oder so. Schaut es sicher lässig aus und man kann es sicher brauchen. Ja, war jetzt ab vom Preis her nicht so teuer. Also ist jetzt nicht so tragisch, dass ich es nicht so oft anhabe. Ja, meine Lieblingsreithose, kann man sagen, ist meine Winterreithose. Die ist eben so dunkelblau mit Weinrot und ich liebe beide Farben. Es kennt sie sicher von mehreren Videos, weil ich habe die immer an. Eben hinten wieder die Stickerei. Handytasche haben wir in dem Fall nur nicht. Stört mich aber nicht, weil im Winter hast du tausende Jacken, wo du dein Handy einschieben kannst. Genau. Hat eben da auch wieder, ich sag jetzt mal, einen Grip. Das ist eben auch schön mit so Nähte. Ja, ist mein Favorit. Kann ich leider im Sommer nicht anziehen. Hilft nichts. Ja. Dann haben wir jetzt nur eine Reithose, die was eben auch die Mama anzieht, wenn sie mal reitet. Die hat eben einen hellen Besatz hinten. Auch wieder so lässige Taschen, auch die bunten, also ich sage jetzt mal die bunten Nähte, die was sie da richtig schön abheben, die Ziernähte und vorne auch wieder schön, wo die Taschen, wenn man das doch nicht sehen kann, ja genau. Die geht jetzt auch nicht so weit auf, was für mich jetzt persönlich, wie ich es vorher schon erwähnt habe, nicht so ein Problem ist, im Winter, im Sommer ist es wieder ein bisschen blöd, aber ist ja so. Und dann kommen wir mal jetzt zur letzten Reithose. Das ist meine Brombeerfarbene. Die kennt ihr wahrscheinlich eh. Ist wieder eine Reitleggings. Dieselbe eben wie die blaue, weil mir der Schnitt einfach sehr, sehr gut gefällt. Und dann habe ich gedacht, nehme ich in einer anderen Farbe. Da ist der Grip noch besser. Die Tasche ebenfalls vorhanden. Ja, und halt wie bei den anderen. Das ist zum Beispiel die Reithose, die was ich gerne im Sommer anhabe. Also ich sage jetzt mal, dass meine Lieblingsreithose im Sommer ist. Ja. Das waren jetzt einmal unsere Reithosen gewesen. Ebenfalls haben wir eben oben die Videos also eingeblendet, damit ihr die Anzug seht. Ja, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefallen hat oder welche ihr es immer tragt, vor allem von der Marke her. Bei mir haben wir eigentlich immer alle vom Crema. Vielleicht seid ihr andere auch empfehlenswert. Ja. Ah, wir haben eine vergessen. Au! Ha! Wir haben nur eine! Da! Die habe ich schon vergessen. Die habe ich mir immer mal von Haben gekauft. Das habe ich, glaube ich, erst schon mal in einem Video gesehen. Die habe ich voll vergessen. Genau, also eine Maßreitlegin mit Handytaschen. Auf beiden Seiten recht super. Hinten auch recht schön mit dem Grip. Da ins Logo. Oh, das sieht es nicht. Wo ist das? Ja, irgendwo war das Zeichen halt. Da. Genau da. Und ja, die ist auch recht super. Die habe ich vor allem gerne im Winter, weil man die auch recht super gut runter anziehen kann. Oder immer drüber, weil sie. Den sehen nur mehr aus wie die anderen. Genau.
Ja, wo war ich? Genau, und das könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Welche Reithosenmarken ihr da immer anhabt und euch persönlich am besten gefallen. Da haben wir uns dann gerne über eure Informationen über das sehr frei. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen. Über sonstige Kommentare oder Fragen, die was ihr in die Kommentare einschreibt, da haben wir uns auch recht frei. Wir werden die natürlich beantworten. Und ja, dann würde ich auch schon mal sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.